Hallo und herzlich willkommen bei Cremissima. Der Sommer ist endlich da und wir freuen uns natürlich auf tolle Sonnentage und entspannte Stunden im Freien. Doch wir sollten dabei nicht unsere Haut außer Acht lassen, denn UV-Strahlen und auch die Hitze kann unsere Haut ganz schön zusetzen, sie austrocknen und strapazieren. Und daher habe ich ein paar ganz interessante Tipps für euch, wie ihr eure Haut gut durch den Sommer bringt. Los geht's! Der Trick ist nämlich eine Kombination aus Serum und Sonnencreme. Das schützt eure Haut effektiv vor möglichen Sonnenschäden und spendet gleichzeitig eine leichte, aber effektive Pflege. Im Sommer ist nämlich weniger oft mehr. Entscheidend ist die richtige Auswahl der Produkte, nämlich solche, die sich optimal mit der Sonnenpflege vertragen. Denn vermeiden sollte man Seren mit potenziell irritierenden Inhaltsstoffen wie zum Beispiel denaturiertem Alkohol, Paraffinen und auch hohen Parfumanteilen. Denn diese können reife und empfindliche Haut reizen und zu unerwünschten Reaktionen führen. Kurzer Hinweis, wenn ihr weitere Informationen zu Inhaltsstoffen benötigt, schaut gerne auch auf cremissima.de vorbei. Dort könnt ihr euch informieren und die Links findet ihr auch in der Infobox. Wenn ihr also auch einmal eine solche Kombination aus Sonnenpflege und Serum ausprobieren wollt, hier kommen meine Top 3 Serum-Empfehlungen für Gesicht und Dekolleté für den Sommer. Nummer 1 ist das Repair Serum Capillary Flavonoid von der Hamburger Kosmetikmarke Mavilove. Dieses Serum ist perfekt, um empfindliche Haut zu beruhigen und gleichzeitig Feuchtigkeit zu spenden. Es enthält nämlich Inhaltsstoffe wie Bisabolol, Rutin und Hyaluronsäure. Und Bisabolol ist zum Beispiel bekannt für seine beruhigenden Eigenschaften und hilft, Rötungen und Reizungen zu reduzieren. Rutin ist ein Antioxidant, das die Haut vor Umweltschäden schützt. Und Hyaluronsäure spendet natürlich ordentlich Feuchtigkeit. Und viel Feuchtigkeit spenden kann auch meine nächste Empfehlung, nämlich das Dive-In Hyaluronserum von der koreanischen Kosmetikmarke Toradol. Dieses Serum ist wirklich genial und eine wahre Feuchtigkeitsquelle. Es enthält nicht nur eine, sondern gleich 5 verschiedene Hyaluronsäuren. Und das ist das Besondere daran. Die unterschiedlichen Molekülgrößen ermöglichen es, den Hyaluronsäuren in verschiedene Hautschichten einzudringen und dort Feuchtigkeit ordentlich zu speichern. Und das bedeutet, dass die Haut auch in der Tiefe mit Feuchtigkeit versorgt wird. Wenn ihr mehr über Hyaluronsäuremoleküle in diesem Serum erfahren möchtet, empfehle ich euch einen Besuch auch auf meiner Webseite. Dort findet ihr weitere Informationen und den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Und zu guter Letzt habe ich noch eine dritte Empfehlung für euch. Das Fermentation Essence Serum von der Marke Benton, ebenfalls aus Korea. Es enthält zum einen fermentierte Wirkstoffe, die die Hautregeneration unterstützen können. Und die Hauptzutat dabei ist fermentierte Hefe. Und die kann die Haut sanft aufhellen und Pigmentverschiebungen ausgleichen. Aber das ist noch nicht alles. Das Fermentation Essence Serum enthält auch Ceramide und Hyaluronsäure. Ceramide helfen übrigens dabei, die Hautelastizität zu verbessern und, ganz wichtig, die Feuchtigkeitsbarriere der Haut zu stärken. Und Hyaluronsäure spendet natürlich auch bei diesem Serum ordentlich Feuchtigkeit. Also, mit diesen Serien bekommt ihr meines Erachtens die optimale Kombination aus leichter Textur und tiefenwirksamer Pflege. Ihr könnt diese Serien ganz einfach nach der Reinigung und einem Toner auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und danach tragt ihr eure favorisierte Sonnencreme auf. Und damit seid ihr bestens vorbereitet für einen sonnigen Tag im Freien. Hoffentlich nicht so heiß wie heute. Und wenn ihr noch auf der Suche nach einer zuverlässigen Sonnencreme für Gesicht und Körper seid, schaut euch gerne mein Video dazu an und informiert euch auch auf cremissima.de. Dort findet ihr hilfreiche Infos, die euch bei der richtigen Auswahl für eine gute Sonnenpflege unterstützen. Und nun hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video ein paar Tipps und Anregungen für eine Sommerpflege geben. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Sommer mit gesunder und gepflegter Haut. Tschüss! Thank you.